römische Felsengräber sind es. Und diese Epoche hört 4. Jahrhundert vor Christus auf in Anatolien mit Alexander dem Großen. Er kam dann ja, mit seiner großen Armee nach Anatolien, hat die Perser zweimal besiegt und die persische Herrschaft in Anatolien hörte auf und es fing mit der hellenistischen Epoche an. Und bei den Hellenen war es nicht mehr die Art Begrabung mit Felsengräbern, sodass sogar ein Felsengrab, also der Bau an einem Felsengrab unterbrochen wurde und dieses Felsengrab ist uns dann unvollendet überliefert worden. Vielleicht schon aufgefallen, das größte Felsengrab hier an dem Felsen, das zweite von rechts nach links, sieht schon ein bisschen anders aus als die anderen tempelartigen Gräber. Der Giebelteil oben deutlich zu erkennen, darunter in einer Reihe die 5 Löcher zu erkennen, aber unter der, darunter sehen wir eine glatte Felswand. Und bei den weiteren Felsen, tempelartigen Gräbern sehen wir ja da an der Stelle eine Säulenreihe. Ne? Die zwei ionischen Säulen in der Mitte, die zwei rechteckigen Pfeiler rechts und links im Außen. Und zwischen den ionischen Säulen sehen wir eine dunkle Öffnung dahinter. Und das ist dann auch der Eingang in die eigentliche Grabkammer. Natürlich ist es unterschiedlich groß mit den Grabkammern, aber im Großen und Ganzen geht es 2 bis 2,5 Meter rein in den Felsen und ist manchmal bis zu 3 Meter hoch, aber immer über 2 Meter. Nur stellen wir uns dann eine leere Räumlichkeit vor, von allen drei Seiten einfach nackte Felswand zu sehen, hier ohne irgendwelche Verzierung, ohne irgendwelche Bestückung. Nichts ist uns mehr erhalten, weder Grabbeigaben noch Grabinschriften. Nichts, so dass wir auch keine Namen mehr nennen können, wer mal da drin gelegen hat. Aber durch die Bauweise, Bauart, also können wir natürlich, ist nicht schwer zu erraten, also können wir natürlich schätzen, dass es nur für die großen Persönlichkeiten dann auch der antiken Stadt Kaunas war, bitte. Könige haben hier drin gelegen, nämlich wie so ein Grab gebaut wurde, errichtet wurde, ist hier sich sehr leicht vorzustellen durch das unvollendete Felsengrab, wenn wir darauf achten. Man hat überhaupt kein Baumaterial hochtragen müssen zu den steilen Felsen. Auf einer Tragbare hat man sie fallen lassen, nach unten in die gewünschte Höhe. Und mit Hammer und Meißel wurde alles aus dem Felsen herausgemeißelt. Die ganze Frontfassade des Grabes, ne, wurde aus dem Felsen herausgemeißelt. Jahre hat es gedauert, bis so ein Grab fertig war. Für das größte Felsengrab schätzen die Archäologen heute, dass es hätte insgesamt 15 Jahre gedauert, bis es komplett fertig war. Ist das, und das Petra, musste? Ja? Ist das Petra dann aus derselben Zeit? Ja,